Ja, hallo, herzlich willkommen. Ich bin zu der Schrani von den Feierabendgamern. Ich möchte euch alle ganz herzlich begrüßen zu The Whispered World, ein wunderbares Spiel von Dedelec Entertainment, die natürlich auch das grandiose Harveys neue Augen und Ende bricht ausgemacht haben. Tja, ich habe es nur ganz kurz angespielt, um zu gucken, wie sich es überhaupt spielt, weil es halt schon mal ein Riesenakt war, das Spiel überhaupt auf Windows 7 zu installieren. Ja, ich hoffe, das mit der Aufnahme klappt jetzt auch soweit und wir starten einfach mal ins neue Spiel. Es wird dich vielleicht traurig machen, das zu hören, aber dies hier wird die letzte Geschichte sein, die ich dir erzähle. Ich weiß, du hast gerne lustige Geschichten mit fröhlichen Menschen und einem Happy End, aber ich habe keine Kraft mehr dafür. Was ändert es, wenn ich dich belüge? Meine letzte Geschichte also spielt in einem fernen Land, das im Begriff ist zu sterben. Sie beginnt im Herbstwald. Es ist die Geschichte von Cedric, dem traurigen Clown. Cedric schläft unruhig, wie jede Nacht. Dabei weiß er noch gar nicht, dass er innerhalb von wenigen Tagen die Welt zerstören wird. Da Was für sind ein wir im Kapitel Albtraum. 1. Jede Nacht ist es dasselbe. Ich kann mich kaum erinnern, wann ich das letzte Mal richtig geschlafen habe. Und, ja, wir haben schon mal schön Spot? Unterwäsche, die hier hängt. Wo ist Spot bloß? Er begrüßt mich doch sonst jeden Morgen. Spot? Wer ist Spot? Wir wissen es noch nicht. Aber wir haben hier schöne Herzchenunterwäsche, ein schönes Bärenfell. Ja, was haben wir hier noch? Eine Schublade. Schauen wir mal in den Ofen. Herd. Unser alter Ofen. Die Klinke ist abgebrochen. Die Klinke ist abgebrochen. Da können wir den Das ist bestimmt nicht zwecklos. aufmachen, Die ne? Klinke ist abgebrochen. Okay. Papierfetzen. Was ist das noch gleich für ein Zettel? Ach, stimmt ja. Auf diesem Zettel hat mir Ben aufgezeichnet, wie der Kanonenrohrtrick funktioniert. Das ist so unfair. Sogar zeichnen kann er besser als ich. Der Das soll wohl ich Kanonentrick. sein. Ben hat vergessen, den Ausdruck von Entsetzen in mein Gesicht zu zeichnen, während ich hunderte von Metern in die Luft katapultiert werde. Das Wichtigste ist ein stabiles Kanonenrohr. Dem Kanonier soll ja nichts passieren, wenn er mich in die Luft sprengt. Der Pfropfen wird vorne in das Kanonenrohr gesteckt. Nur so wird genug Druck aufgebaut, um mich hunderte von Metern in die Lüfte zu katapultieren. Oh Mann, wie ich diesen Trick hasse. Ein Fallschirm soll dafür sorgen, dass ich mich bei der Landung nicht verletze. Na, dann kann ja nichts mehr passieren, hä? Die Eine Diagnose kleine was Bombe auch. oder etwas Schwarzpulver reicht schon aus. Einfach in die Kanone stopfen und anzünden. Der Rest wird schon. Das steht da wirklich. Der Rest wird schon. Das darf doch alles nicht wahr sein. Klasse. Super Dialoge.
Schublade öffnen. Schublade. Da ist nur dieser blöde Merkzettel drin. Ben hat mir diktiert, was meine Aufgaben sind. Pure Schikane. Was soll's? Ich nehme den Zettel trotzdem mal mit. Vielleicht finde ich ja irgendwo ein Buschfeuer oder so. Bärenkopf. Anschauen. Dieser Teppich erinnert mich an einen der grundlegendsten Mechanismen unseres Lebens. Ganz egal, was du erreicht hast, egal wie groß deine Pranken und wie scharf deine Zähne sind, du kannst immer noch als Fußabtreter für eine Gruppe Zirkusclowns enden. Hallo? Bist du wirklich tot? Oder schläfst du nur? Man kann sich da gar nicht sicher genug sein. Super. So, können wir den Aha! Oh. Schlüssel. Aufnehmen. Ah. Puh, ganz schön knapp. Das wird mir Ben büßen. Ich hätte dabei draufgehen können. Jo, bestimmt. Wäsche. Bommeln, Halskrausen, Glöckchen. In einem Kartoffelsack würde ich mich weniger schämen. Mütze? Das ist Bens Ersatzmütze. Er trägt sie nicht mehr so gern wie früher. Sie hängt ihm zu schlaff nach unten, seit mir das Stärkepulver ausgekippt ist. Auch gut. Können wir die Wäsche mitnehmen? Ich komme nicht ran. So ein Pech. So ein Pech. Haben wir hier noch irgendwas Interessantes? Was? Teppich, Bärenkopf. Dieser Teppich erinnert mich an einen der grundlegendsten Mechanismen unseres Lebens. Ja, okay, hat wir. Tür. Ups. Öffnen. Und ab nach draußen. Chadwick, bist du wach? Komm sofort her. Es ist schon hellichter Tag. Genau. Ein weiterer fröhlicher Tag in der bunten Welt des Zirkus. Yay. Die Begeisterung, die hört man so richtig raus. Der hat echt noch Bock. Ach, ist das schön gemacht. Spot, lieg da nicht so faul rum. Was ist bloß los mit dir? Was soll schon mit ihm sein? Vielleicht ist er krank. Eine Seuche oder eine Lebensmittelvergiftung. Red keinen Unsinn. Wurmpilz? Die Blaupocken? Es könnte alles sein. Er hat Durst, Chadwick. Das kommt dabei raus, wenn du deine Pflichten nicht erfüllst. Spot hält das aus. Er ist robust. Du wirst dich noch ganz schön umgucken. Raupen werden nicht alt. Und wenn man so mit ihnen umspringt, erst recht nicht. Gewöhn dich ruhig schon mal an den Gedanken. Du willst mich doch nur ärgern. Ich meine es ernst. Gib ihm besser was zu trinken. Ja, was auch immer, Ben. Los, komm mit, Spot. Wir finden dir was zu trinken. Und danach können wir vielleicht endlich was Sinnvolles tun. Ja, anscheinend verdurstet unser kleiner Dickos-Bot hier unten. Ich nehme mal die Schaufel mit. Die brauchen wir bestimmt. Schwupp. Gehen wir mal hier rüber. Oh, schauen wir uns mal den Anzug an. Sauberer als so wird der Anzug einfach nicht mehr. Finger weg von der Wäsche. Du machst sie ja doch nur wieder dreckig. Oh, Entschuldigung, Mr. Fancy. Oh, was ist denn das? Ha, wie cool. Sollen wir erst mit dem Opa reden? Ja, ne? Erstmal den Opa. Opa sieht heute noch älter aus als sonst. Der Stuhl schaukelt schon lange nicht mehr. Okay, dann reden wir mit Opa. Hallo, Opa. Oh, hallo, Ben. Du siehst ganz anders aus. Hast du einen neuen Hut? Ich bin nicht Ben, Opa. Ich weiß, Ben. Sie machen die Hüte nicht mehr so wie früher. Ich bin Chadwick. Als ich noch ein kleiner Clown war, da gab es noch richtige Hüte. Mit großen, festen Bommeln. Chadwick, dein Enkel. Ich konnte mit meinen Bommeln einen ausgewachsenen Ochsen K.O. schlagen. Ich weiß, das arme Tier. Aber damals trug man die Hüte eben so. Was hast du auf dem Herzen, Ben?
Ich wünschte, du würdest mich nicht mehr mit Ben. Ich wünschte, du würdest mich nicht immer mit Ben verwechseln. Ja, die Welt ist ein Jammertal, wenn man jung ist. Alle sind gegen einen. Aber es gibt Schlimmeres als zwickende Hüte und zwickende Hemdsärmel, weißt du? Wie immer lausche ich dir gebannt, Opa. Im Alter kommen noch zwickende Schmerzen und zwickende Hosen hinzu. Das, mein Junge, ist die wichtigste Erkenntnis, die das Alter für dich bereithält. Weite Hosen sind die treuesten Freunde, die du dir wünschen kannst. Himmel, hat er es schon wieder geschafft, das Thema auf seine Hose zu lenken? Ich hatte schon wieder einen dieser schrecklichen Albträume. Ich habe schon wieder einen dieser schrecklichen Albträume gehabt. Es gibt einen Reim zu diesem Thema, den ich noch aus meiner Jugend kenne. Leider ist er mir entfallen. War es vielleicht Träume sind Schäume? Was, so ein Unsinn! Träume sind keine Schäume! Schäume sind sehr nützlich! Unsere Wurftorten bestehen fast nur aus Schaum. Außerdem rühre ich mir morgens immer einen Löffel Rasierschaum in den Kaffee, damit er länger warm bleibt. Und das funktioniert? Nein, aber man bekommt schreckliche Kopfschmerzen davon. Und wenn du Kopfschmerzen hast, ist dir egal, ob der Kaffee kalt ist. Sehr geil. Die Dialoge von Dedalic sind immer super geil gemacht. Sag mal, Opa, du hast doch viel erlebt. Sag mal, Opa, du hast doch viel erlebt. Ha! Das will ich meinen. Frag mich ruhig so viel, wie du nur tragen kannst. Was weißt du über Albträume und Visionen? Ich weiß genug darüber, dass ich mir nicht anmaße, eine Meinung dazu abzugeben. Nur echte Orakel können Träume deuten. Und auch nur sie können dir sagen, ob es sich um eine Vision handelt. Ich dachte auch einmal, ich hätte eine Vision, weißt du? Ein Engel erschien mir und sprach, dass meine Hose dir einst die Welt retten wird. Ich war so aufgeregt. Ich machte Pilgerfahrten, scharte Jünger um mich und veranstaltete Gottesdienste. Und das ohne jemals die Hose zu wechseln. Schließlich offenbarte mir eine Zigeunerin, dass alles nur ein Albtraum war. Oh je, Ben, du kannst dir kaum vorstellen, wie sehr ich mich geschämt habe. 5 Jahre Kloster und das Ganze nur wegen eines Peperoni-Auflaufs vor zu Bett gehen. Was weißt du über den Herbstwald? Der Herbstwald ist ein verwunschener Ort voller Geheimnisse. Seltsame Kreaturen wohnen darin, aber lange nicht mehr so viele wie früher. In der Vorzeit haben hier die unterschiedlichsten Völker gelebt. In zahlreichen Ruinen und Höhlen findet man noch immer ihre Spuren. Als ich als Kind hier war, stand das halbe Tal noch unter Wasser. Jetzt gibt es nur noch den kleinen See mit der Insel. Und am Meer kann ich mich im Moment nicht erinnern. Kein Wunder. Du kennst ja nicht einmal mehr deine Haarfarbe, wenn du eine Stunde lang nicht in den Spiegel guckst. Aber ich weiß noch, dass sie mit G beginnt. Das zählt nicht. Du rätst nur. Aber ich habe recht. Ja schon. Siehst du, und mehr will ich gar nicht wissen. Oh, bitte lass es gelb sein. Weißt du was? Ich schlage es einfach selber nach. Ja, sicher ist sicher. Ich wirke zwar noch immer sehr klar im Kopf, aber manchmal geraten mir doch hier und da ein paar Details durcheinander. Bis später. Kopf hoch, Ben. So, Zugtier. Bruno schläft fast den ganzen Tag. Nachts muss er unsere Wohnwagen durch dunkle Wälder ziehen. Ich wette, er hat nie Albträume. Andererseits, vielleicht ist auch diese Welt hier sein Albtraum. Ach Gott, wie dramatisch dieser kleine traurige Clown ist. Aber Bruno, ich mag Bruno. Bruno erinnert mich irgendwie an diese Ding aus Star Wars. Mal mit Bruno reden. Bruno? Schade, er schläft. Er ist der Einzige in der Familie, der mir zuhört. Und Bruno mal anfassen. Lass Bruno in Ruhe. Im Gegensatz zu dir hat er seine Arbeit für heute schon erledigt. Falle. Die Feuerdrachenfalle ist schon wieder leer. Opa benutzt immer Noai-Eier als Köder. Was für Eier? Die Falle ist leer. Und das ist auch ganz gut so. Feuerdrachen sind fliegende Brandherde mit einer Tendenz zur spontanen Selbstentzündung. Unnötig zu erwähnen, dass Spot ganz vernarrt in die Dinger ist.
aber Spot. Spot wirkt ein wenig hungrig. Ich dachte durstig. Komm, Spot, ich will hier weg. Lass uns ein wenig im Herbstwald umsehen, ja? Können wir Spot nehmen? Bruno und Spot vertragen sich ganz gut. Bruno sieht davon ab, Spot als Dessert zu verputzen und Spot hat aufgehört, an Brunos Fußnägeln zu knabbern. Du solltest Spot nicht so viel Gras essen lassen. Er hat ja schon eine ganz ungesunde Hautfarbe. So wie du, Opa? Am Ende setzt er noch Moos an. Ja. So wie du, Opa. Hast du Spot schon was zu trinken gegeben? Nein, das mache ich noch. Und warum dauert das so lange? Alles muss man dir dreimal sagen. Ja, ja, ja. So, Spot, es wird Zeit, etwas zu trinken. Ach, wie putzig. Im Seifenwaser. Mmh. Oh. Mahlzeit. Wie geil sieht das denn jetzt aus? Wie drollig. Was ist das hier? Das ist bestimmt Opas Wohnwagen. In Opas Wagen köchelt bereits die Suppe für das Mittagessen. Man erkennt es am qualmenden Schornstein und an den herabplumpsenden Vögeln. Können wir da reingehen? Tatsache. Oh, was gibt es denn hier alles? Also, bevor wir jetzt erstmal erforschen, was es hier gibt, mache ich eine kurze Aufnahmepause und wir sehen uns in der nächsten Folge von The Whispered World. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis bald.